Hallo zur neuen Ausgabe Retro Snippets. Tja, dieses Mal geht's um ein kleines Spielchen namens Puyan, welches von Konami 82 rauskam. Und ja, um drei kleine Schweinchen geht. Naja, eigentlich nicht um drei kleine, sondern um ganz viele kleine Schweinchen und auch noch eine dazugehörige Mama, die nämlich die kleinen Schweinchen, die von den bösen Wölfen entführt wurden, befreien möchte. Puyan ist das japanische Wort für kleine Schweinchen. Man dachte ja vielleicht immer mal englisches Wort für Exkremente und so weiter. Was ist denn das für ein merkwürdiger Name? Nein, das hat schon alles seine Richtigkeit. Klingt nur einfach ein bisschen merkwürdig, wenn man das englische Wort Poo kennt. Vielleicht heißt es also auch gar nicht Puyan, sondern Poyan oder wie auch immer man das im Japanischen ausspricht. Das weiß ich natürlich gar nicht. Insofern bitte ich sämtliche Fehlaussprechungen zu entschuldigen. Aber worum geht es denn? Wie man sieht, kommen ganz, ganz viele kleine Wölfe. Also im Grunde sind die ja auch ganz klein und niedlich und drollig, haben aber ganz schön scharfe Zähne, wie man sieht. Die kommen an einem Baum entlang geflogen mit ihren Luftballons, die sie oben aufpumpen. Und wenn die das schaffen, unten anzukommen, dann erklimmen sie auch gleich diese Leiter. Das sieht man jetzt hier rechts. Da sind schon zwei Wölfe, die sich da an den Leitern entlanghangeln. Naja, jetzt habe ich hier diesen ersten Level geschafft. Und man sieht eine kleine nette Zwischensequenz. Wenn die Wölfe da immer weiter auf diesen Leitern herumkraxeln, dann beißen die ab und zu mal der Mama-Schwein in den Po und dann ist ein Leben weg. Jetzt sind wir hier aber schon im zweiten Level und da geht es ein bisschen anders zur Sache. Und zwar sind wir jetzt nämlich zum Angriff übergegangen und sind in der Wolfshöhle. Und da versuchen jetzt also die Wölfe nach oben zu kommen mit ihren Luftballons und diesen Stein, der da oben liegt, auf Mama-Schwein herunterstürzen zu lassen. Was macht Mama Schwein also, um das Ganze zu verhindern? Sie schießt mit Pfeil und Bogen natürlich die Luftballons kaputt oder ab und zu wird ihr von den beiden Helferlein-Schweinchen oben ein kleines Stück Fleisch gereicht, wie das jetzt auch der Fall ist. Und mit dem kann man dann ganz viele auf einmal herunterholen, was natürlich dann auch ordentlich Extrapunkte gibt. Ist ja auch ganz klar, wenn ein Wolf am Ballon daher geflogen kommt, dann nimmt man ein Stück Kotelett. Ist ja logisch, dann ist man den Wolf ganz schnell los. Oder auch mehrere gleichzeitig. Oben links sieht man dann einen Counter, der nach unten zählt. Also 10 Wölfe müssen wir jetzt hier noch abwehren. Und bis zu, ich glaube, 7 Wölfe können oben stehen, bevor sie es dann schaffen, den Stein runterzuschmeißen. Sieht man später auch nochmal im Video. Und jetzt sieht man unten so einen kleinen rosa Wolf oder pink, die anderen sind ja rot, und den muss man dann auf jeden Fall als letzten Wolf einmal abschießen. Wenn man diesen durchkommen lässt, dann kommen nämlich nochmal 5 weitere Wölfe, auch wenn der Counter schon runtergezählt ist. Also diesen muss man auf jeden Fall treffen. Was jetzt hier der Fall ist, der Wolf ist abgeschossen, Mama Schwein befreit ihre kleinen Ferkelchen und weiter geht's in der Bonusrunde. In der Bonusrunde kann man im Grunde jetzt kein Leben verlieren. Es geht nur darum, eben möglichst viele Wölfe abzuschießen. Dazu stehen jetzt hier in dieser Runde unendlich viele Fleischstücke zur Verfügung. Allerdings muss man die immer, es kann immer nur ein Fleisch sozusagen gleichzeitig auf dem Bildschirm sein. Also wenn dann noch einer ist, dann kriegt man oben keinen neuen. Muss man immer mal so ein bisschen nachladen sozusagen. Aber wenn die oben ankommen, dann zählt einfach nur der Counter runter und dann ist die Bonus-Stage halt nicht ganz so erfolgreich. Aber man kann hier eigentlich nichts wirklich falsch machen im Sinne eines Lebensverlustes. So, und dann wiederholt sich das Ganze jetzt immer wieder. Jetzt kommen wieder die Wölfe von oben nach unten in der Schweinehöhle oder im Schweinebaum oder wo auch immer die wohnen. Und man sieht, die Punkte, die gehen schon ganz schön ab, wenn man das mit dieser Meatbomb da macht. Das ist schon gar nicht verkehrt, im Gegensatz dazu, wenn man sie einfach nur abschießt, die Wölfe. Ja, die Wölfe schmeißen natürlich auch mit Steinen
auf diese Gondel, in der die Mama Schwein sitzt. Und ja, das ist hier jetzt gerade passiert. Wenn man getroffen wird, logisch, dann verliert man natürlich ein Leben. Oder wenn man eben von einem solchen Leiterwolf in die Schweinebacke gebissen wird, dann geht es natürlich auch nicht weiter mit diesem einen Schweineleben. Aber man hat ja drei davon, also insofern. Ja, also ein ganz nettes Spielchen. Übrigens standen diese Automaten gerne mal in Chuck E. Cheese Filialen. Chuck E. Cheese ist ja die Pizzabude von Nolan Bushnell, der ja, nachdem er bei Atari nicht mehr weitermachen konnte, durfte, wollte, sich anders orientiert hat und dann eben eine videospielaffine Pizzabude eröffnet hat, die überall in den USA ihre Filialen hatte. Und da gab es eben dieses Spiel ganz besonders gern, weil das nämlich so ein bisschen für diese Kette gemacht worden ist. Steht sogar auf dem Marquis drauf, especially made for Chuck E. Cheese. Da konnte man also nach seiner Käse-Pizza oder Salami oder was auch immer dann gerne mal ein nettes, niedliches Spielchen spielen, in dem es irgendwie auch so ein bisschen um Essen geht. Immerhin speist man mit Fleischstücken. Ja, und in dem es also nicht allzu gewalttätig losging. Offensichtlich ein Kriterium für ein Chuck E. Cheese Spiel. Also vielleicht standen da weniger Ikari Warrior oder so rum. Na gut. Ja, das war mal die Automatenversion. Wie man sieht, ist es natürlich ein hochhandgestellter Bildschirm. Das ist natürlich bei den Heimversionen jeweils immer anders. Die sind auf ihren ganz normalen 4:3 Fernsehern dahergekommen, die man damals so zu Hause stehen hatte. Ja, eine schicke Highscore-Liste gibt es selbstverständlich auch. Und dann gehen wir jetzt mal zur C64-Version. So, da sind wir wieder mit der C64-Version. Ja, gleich vorweg, das ist eine grundsolide Umsetzung. Viel falsch macht man hier nicht. Es ist vielleicht alles ein bisschen behäbiger, wie man hier ja doch schon deutlich sieht. Der Sound ist ein bisschen, naja, ein bisschen düdelig, auch für C64-Verhältnisse übrigens. Also ich finde, da wäre sicherlich wesentlich mehr gegangen. Naja, aber das geht schon alles. Also sämtliche Level und so weiter verschiedenster Art sind drin. Das ist eigentlich auch bei fast allen Umsetzungen so. Ich finde, man muss häufig zwischen den Wellen so ein bisschen lange warten. Das ist wahrscheinlich deswegen, damit nicht zu viele Objekte gleichzeitig auf dem Screen sind, sodass man also die eine abgefrühstückt hat und unten kommen dann erst die nächsten Wölfe überhaupt erst auf dem Bildschirm, so wie jetzt hier gerade. Das war auf dem Amiga, auf dem Automaten eher mal, ja, also nicht so richtig der Fall, ne? Dass man da so richtig mal so verschnaufen konnte. Ja, also hier sieht man jetzt gerade mal 6 Wölfe stehen da oben. Der siebte würde dann wohl den Stein runterschmeißen. Allerdings haben wir hier den pinken Wolf, der in der C64-Version nicht pink ist, sondern einen durchsichtigen Luftballon hat. Naja, na gut. Also funktioniert ganz wunderbar. Kann man viel Spaß mit haben. Empfehlenswerte Umsetzung, vielleicht ein bisschen behäbig. Fast ganz genauso sieht die Atari XL Version oder 800 oder auf welchem Atari man das auch immer spielen möchte aus. Ja, die ist im Grunde pixelgenau umgesetzt, gleiches Team auch. Sound ist vielleicht ein ganz klein bisschen klarer, aber ja, alles genauso wie beim C64 im Grunde. Von der Farbgebung ist es hier eher so nachts. Aber gut. Somit sieht man hier ganz gut, dass die Wölfe in ihrer Wolfshöhle offensichtlich die cooleren Luftballons haben. Das ist also auch auf dem Automaten so. Ja, hier die MSX-Version. Die ist auch ganz gut gelungen. Die Hintergründe sind wie häufig sehr eintönig, also so eine Farbe in einfarbigen Objekten gehalten. Der Ton ist ganz wunderbar umgesetzt. Auch hier kann man nicht meckern.
und sogar die Zwischenmusik, die in den Heimumsetzungen doch eher mal fehlt, ist hier mit drin. Zwischensequenzen sind übrigens selten bei den Heimumsetzungen. Die fehlen hier auch. Also dass man sieht, dass da Mama Schwein mit den kleinen Ferkeln die Wölfe jagt oder so. Oder andersrum. Das haben sich die meisten Umsetzungen gespart. Von dieser Version gibt es übrigens eine Homebrew ColecoVision Umsetzung. ColecoVision und MSX sind ja technisch sehr gleich. Tja, dann haben wir hier noch eine sehr schicke Umsetzung, nämlich auf dem VC20 oder VIC-20, dem C64-Vorgänger, der ja technisch deutlich einfacher daherkam. Was man hier auch sieht, ist natürlich alles sehr grob und grob aufgelöst. Und dieses Spiel kam auch gar nicht damals irgendwie als Umsetzung raus, sondern das wurde jetzt vor ein paar Jahren von einem Fan umgesetzt. Und ja, macht dabei vieles richtig. Also das Spiel hätte damals sicherlich viel Spaß und Verkaufserfolg bieten können. Auch die Zwischensequenzen sind sogar drin, oder beziehungsweise diese Anfangssequenz, wo die Wölfe die Schweine fangen, haben sie umgesetzt. Also ganz toll. Finde ich wirklich gut. Eine ganz grauenvolle Umsetzung haben wir hier auf dem Atari 2600, und auf dem 2600er hat man ja ab und zu mal Arcade-Umsetzungen, die ganz gut funktionieren. Hier allerdings ist das total in die Hose gegangen, wahrscheinlich einfach, weil es einfach zu viel los ist auf dem Screen. Wurden hier die Objekte alle, die können nur in so Stufen sich bewegen. Also für das Schwein hat man irgendwie 5 oder so Positionen, die man einnehmen kann, und fertig aus. Also kein stufenloses Hoch und Runter. Und auch die Wölfe sind so kleine Strichmännchen, die nur in 4 verschiedenen Höhen oder so schweben können. Also das ist Käse. Mag ich nicht. Wird dem Spiel nicht gerecht. Dann hätte man es sein lassen sollen. Ja, und hier dann zum Schluss nochmal eine super Umsetzung, nämlich die auf dem NES. Die funktioniert nun wirklich super. Die ist auch nicht irgendwie behäbig oder langsam. Sieht super aus. Hat alle Zwischensequenzen drin. Ist also so die beste Umsetzung im Grunde hier im Video. Einzig, was mich ein bisschen gewundert hat, ist, dass die Punktevergabe so ein bisschen geändert haben. Komplett unwichtig im Grunde, aber es ist halt so. Bei allen anderen hat man sich im Grunde an die Automatenpunkte gehalten, und hier ist es alles ein bisschen anders. Also wenn man da mit dem Fleisch die Wölfe abschmeißt, dann kriegt man zum Schluss 2000 Punkte anstatt 1600, oder die freien Luftballons, die geben auch immer 200 anstatt 50 und so. Aber oh gut, das ist ja jetzt nicht weiter tragisch. Führt nur dazu, dass man die Punkte mit dem Automaten oder anderen Versionen komplett nicht vergleichen kann. Ja, hier so eine Zwischensequenz, wie sie in den meisten Umsetzungen eben fehlt. Und weiter geht's in der Wolfshöhle. Ja, es flackert hier und da natürlich, klar, NES halt. Aber trotzdem spielt sich das hier komplett flüssig und zügig. Na gut, dann wäre es das einmal zu Puyan. Dann wünsche ich euch noch ganz viel Spaß beim Zocken. Vielleicht ja mit eben diesem Spiel. Und dann bis zum nächsten Snippet und tschüss. Ja, und wer sich jetzt fragt, ja, was ist denn jetzt nun mit dem Bartop? Menschenscanner, ich habe doch jetzt noch festgestellt, dass ich die falschen Knöpfe habe für das Frontpanel. Die habe ich nun schon bestellt. Ich habe auch schon die Bestätigung bekommen, dass die verschickt worden sind. Ja, also es geht, es geht auf jeden Fall weiter. Ich habe eigentlich gar nicht mehr so viel zu tun, und jetzt hatte ich eben gerade die Zeit, es zu tun, und stelle fest, ah, Mist, toll. Es ist doch wieder irgendwas falsch. Also es geht weiter. Keine Sorge, es geht weiter. Wahrscheinlich die nächste Folge. Ich würde mir das so vornehmen, dass ich die nächste Folge dann mit dem Bartop weitermache. Dann bis dann. Tschüss.